Münden-Lohr Bahnhof Regionalbahn. Es ist 16:44 Uhr. Fahren Sie an den Regionalservice nach Westen. Fahren werden wir die BR 146.2 von der Deutschen Bahn, 197 Tonnen schwer, 3 Wagen Zugverband und 72,1 Meter lang auf der Strecke Main-Spessart-Bahn auf dem Abschnitt Gemünden-Lohr Bahnhof. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World 4 der Danny Spitters. Wir werden heute mal ein Szenario aus dem geführten Eisenbahnerlebnis spielen, und das ganze Szenario findet statt am 25. April. Wie gesagt, in diesen Szenarien sind die Daten ja soweit vorgegeben, also Wetter, Zeit und Datum, und dies kann man dann halt nicht mehr kann man dann halt nicht mehr beeinflussen. Und daher AFB, ist das dann halt AFB, so. AFB. So, das haben wir auch soweit eingestellt. Im Übrigen kann man jetzt als neues Feature, dass die AFB mit der Taste Steuerung und R einstellen und muss nicht mehr diese komischen Bewegungen machen. Also das geht jetzt ganz einfach mit der Taste Steuerung und R. Damit schaltet man die AFB ein. So, wir sind, stehen hier mit unserer BR 146, die heute unser Zugpferd sein wird. Ist ein recht schöner Tag für den 25. April. So, wir sollen jetzt noch bis 16:46 Uhr warten, dann werden wir das auch soweit tun. Also wir haben als Ziel Lohr Bahnhof und stehen hier an einem Prellbock. Fahren über Langenkrozellen, Lohr Bahnhof, und ja, das ist halt unser Fahrplan heute hier von Gemünden am Main aus. Main-Spessart-Bahn, immer wieder eine Reise wert. Ein wunderschöner Bahnhof, eine wunderschöne Strecke, wie ich finde. Ziehen hier drei, nee, zwei Dostos hinter uns her, wobei einer davon sogar ein Steuerwagen ist. Also ein relativ kurzer Zug, aber das ist ja auch nicht schlecht. So, wir dürfen die Türen verriegeln. Dann tun wir das. Und dann haben wir jetzt hier auch schon Ausfahrt zu unserem Bahnhof. Das heißt, wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Müssen wir noch einen Bremsschlüssel? Eigentlich doch nicht, oder? Ach, wir müssen die AFB noch einstellen. Das wäre vielleicht eine Idee. Deswegen geht es nicht vorwärts. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist jetzt natürlich peinlich. Egal. Kann passieren. So, können wir es befreien. Dann fahren wir hier raus aufs Hauptgleis. So, dann dürfen wir auch gleich schon beschleunigen auf 60 und dann 110. 40. Sifa, Sifa. So. Nur 10. Also ganz schön am Schaukeln hier. Sifa, Sifa. So, wir haben wie gesagt Langenkrozellen und Lohr Bahnhof, also ein relativ kurzes Szenario. Wie gesagt, gibt es im geführten Eisenbahnerlebnis, also diesem Reisemodus. Wie gesagt, dort ist alles vorgegeben. So, dann erreichen wir jetzt hier auch schon jeden Moment unseren ersten bzw. unseren einzigen Zwischenhalt Langenkrozellten. Ich muss schon mal die Leistung wegnehmen mit Bremsen.
wieder nicht drüber sausen. Und das sollten wir noch einigermaßen pünktlich schaffen, obwohl wir am Start schon ein wenig Zeit verloren haben, weil die AP gar nicht auf 40 gesetzt haben. Da konnten wir natürlich nicht losfahren, weil ja Sifa. Die AFB auf 0 war. Und 0, ja, fährt er nicht. Ist logisch. Ja, einigermaßen pünktlich, bis auf ein paar Sekunden. So, Türen geöffnet. Wenn die Herrschaften aussteigen, da seht an. Stehen doch locker am Bahnsteig, die Wagen zumindest. Den langen Pro. Wie heißt das Ganze? Langen Pro Zelten oder Pro Zeiten? Pro Zelten, oder? Langen Pro Zelten, ja. Oh, ist Rush Hour. Seht man, was hier aussteigt. Wahnsinn. Türen für Riegel, dann tun wir das. So, wer alles, wer jetzt nicht ein- und ausgestiegen ist, hat Pech gehabt. Wir haben Straßenfahrplan vor uns und wir müssen jetzt hier weiterfahren. Nächster Halt und Endbahnhof Lorbahnhof. 8,6 Kilometer. Warum schaukelt die Lok so? Beziehungsweise der Zug? Liegt das nur an der Strecke oder? Naja. Wunderschön, wunderschön. Sifa, Sifa. Waren wir gleich 130? Ich habe heute mal bewusst ein kürzeres Szenario gewählt, weil einfach auch sowas mal schön ist. Schönes kurzes Szenario aus dem Reisemodus. Also wir dürfen 130, dann tun wir das auch. Pünktlich ankommen. Sifa. Dann seht euch mal diese Gegend hier an. Wunderschön, einfach traumhaft. So, 16:56 sollen wir in Lohr sein. Sifa. Also die Fahrpläne sind in dem Reisemodus sehr knapp bemessen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie sich der Zug in die Kurve legt, einfach ein wunderschönes Bild. Dazu diese Aussicht, die diese Strecke einfach mit sich bringt, dieses Panorama. Das ist wirklich ein wunderschönes Bild, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Oh, schaut euch mal dieses wunderbare Bild an, traumhaft. So,
Toffee. Sie Sie Da sind es noch 4 Kilometer rund, bis wir in Lohr sind. 16:56, wie gesagt, also gleich noch 2 Minuten. Es wird wirklich sehr, sehr eng. Gespannt, ob wir das halten können, ob wir das schaffen. Oder ob wir aufgrund der Zeit, die wir am Start verloren haben, jetzt Sifa, hier Sifa. am Ende nicht pünktlich auskommen. Das wäre natürlich jetzt schade, weil lang Prozenten haben wir ja einigermaßen pünktlich geschafft, haben wir auch relativ schnell wieder verlassen. Das ist noch gut 2,5 Kilometer. Müssen wir auch gleich wieder langsamer werden. Also, ich weiß nicht. Sogar Zugbeeinflussung. ganz langsam. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Sifa. Sifa. Zugbeeinflussung. Sifa, Sifa. So, war ja noch die Bremskurve. Dann wären wir in Lohr. Sieht aber danach aus, als ob wir das wirklich schaffen. Sifa, Sifa. Zugbeeinflussung. Doch das sollten wir noch in der 56er Minute schaffen. Tatsächlich. So, das war's dann mit der kurzen Fahrt. Hier von Gemünde nach Lohr über Langenpurzelten. Wir haben es einigermaßen pünktlich geschafft, würde ich sagen. Kann ja gleich noch was probieren. Können wir noch kurz anhängen an diesem Video. Dann ist das nicht ganz so kurz. So, gibt Sie ja auf hier den Abstand zwischen Zug und die Bahnsteig Türen. Dann war es das hier wahrscheinlich. Genau. Dann war es das nämlich. Aber ich habe mit euch noch was Kurzes vor, wenn das überhaupt noch möglich ist. Wenn das noch möglich ist, und zwar gehen wir mal auf Menü. Dann werden wir. Aber wahrscheinlich ist das nicht möglich. Aber wir werden es einfach versuchen. Wir werden es einfach versuchen. So. 11.11. Karneval. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Karte. Karte. Da ist das Ende, das heißt, da muss ich hin.
Also in diese Richtung. Dann gucken wir mal, wie der Zug da fährt. Nicht einsteigen. Ist jetzt blöd. Ist die falsche Zeit gewählt? Einen Rücken. Da mach was anders. Dann machen wir es anders. Dann gehen wir im Sandmodus. Dann gehen wir in den Sandmodus. Weil ich möchte nämlich mit euch von Gemünden nach Würzburg fahren, wenn das möglich ist. Nein, das war ja falsch. Das ist auf jeden Fall dann freies Spiel. Genau. Dann machen wir es so. So, in diese Richtung. Kontrollieren das Ganze mal kurz. Wir müssen dahin und wir laufen in diese Richtung, oder? Wo sind wir denn? Da sind wir. Laufen wir jetzt richtig oder falsch? Wir müssen in diese Richtung, ne? Ja, in diese Richtung. Ich gehe mal hier aufs andere Gleis. So, das müsste jetzt soweit stimmen. Ja, dann wenn wir hier mal einen Zug hinspawnen. Nehmen unsere altbekannte, welche nehmen wir denn jetzt mal? Welche nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir die 146, Lokomotive. Zack. Steigen wir ein. Zack. Sicherungssysteme lassen wir mal dem ganzen Spiel mal weg. Müssen auf die Karte gehen. Da müssen wir die Lok anklicken, Route setzen. Dann fahren wir mal so weit wir können. So. Wir haben grün, das heißt, wir abbieren den ganzen Schrott, lassen wir einfach mal weg. Achso, ja. Das müssen wir ja. Das funktioniert nicht. Sehen ist hier das Problem. Will die AFB einsetzen? AFB, AFB, AFB. Tatsächlich. Na gut, dann ist das so. Dann fahren wir mal. Ich möchte wirklich mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir wirklich. Weil es hieß mal, dass man bis nach Würzburg kommt. Von Gemünden aus.
Ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist, ob das im Transient 4 noch möglich ist. Weiß ich natürlich nicht. Machen einfach mal Folgendes. So, das Rot. Muss ja sowieso anhalten. Das ist mit dieser Lok. Aber ich glaube nicht, dass wir uns hier da vorbeilassen. Doch, wir dürfen. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Tatsächlich, ja, sie eben doch nicht, obwohl wir vorbeifahren durften. Dann machen wir es anders. 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 Rüsten wir die ganze Kiste wieder ab. Zack. So, steigen wir aus. Dann laufen wir halt über das rote Signal. Überlaufen wir praktisch die roten Signale, die uns hier irgendwie im Weg sein könnten. Hier ist Schluss, hier geht es nicht weiter. Egal, was ich tue. Dann versuchen wir Folgendes. Zu Fuß komme ich hier nicht weiter. Wir versuchen es einfach. Ach so,
Warum willst du jetzt nicht? Das war wahrscheinlich das Problem. Es lieber die Tür noch zu ist, offen ist. Muss ich hier noch irgendwas machen? Fahr doch los, Mensch. Ich verstehe es nicht. Keine Rufe. Ja, toll. Deswegen. Scheiße. Das war das Problem. Dann machen wir es anders. Machen wir es anders. Wo haben wir? Machen wir doch einfach ganz anders. Machen wir es doch ganz anders. Machen wir es doch ganz scheinbar kommen wir hier nicht mehr vom Fleck, warum auch immer. Tja, ich muss euch leider enttäuschen. An dieser Stelle ist Schluss. Wir kommen hier nicht mal mehr. Ich kann die Bremse nicht lösen, ich kann nichts machen. Ihr seht selber, der Bremsschlüssel ist eingesteckt, aber das kann die Bremse nicht mehr lösen.
Deswegen würde ich sagen, war es das erstmal hier mit diesem Versuch. Leider ist der gescheitert. Kann ich mal mehr die Tür schließen? Ich komme hier auch nicht weiter. Egal was ich mache, hier ist Schluss. Das war's mit dem Szenario, beziehungsweise mit diesem Video. Kommen leider nicht weiter. Wie gesagt, das ist sehr schade, aber es ist leider so. So, bis hierhin und nicht weiter. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ich noch machen kann, umsetzen kann, dann schreibt gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer der Demi spielt das. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, ich hätte es euch gern gezeigt, aber hier ist leider Schluss. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.